Bitcoin bricht nach oben aus. Sehen wir ein neues All-Time-High? Willkommen, liebe Kryptonauten, liebe Zuschauer, ja, bei unserer wöchentlichen Marktanalyse. Ich bin Martin und wir gucken natürlich, dass, wenn was passiert, wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und bei Bitcoin passiert gerade was und deswegen möchte ich euch kurz updaten. Wir ziehen einfach die wöchentliche Marktanalyse einen Tag vor, weil wir eventuell doch, ja, einen höheren Kurs sehen könnten. Und wir starten gleich mal mit Bitcoin und gehen rein. Also, wir sind hier im 8-Stunden-Chart. 8 Stunden deshalb, weil wir ja den Überblick nicht verlieren wollen. Wir können das natürlich auch auf 8 Stunden machen, aber das ist kein Problem. Wir fangen einfach mal an. Wie ihr wisst, haben wir ja eine lange Konsolidierungsphase und Seitwärtsphase. Wir hatten hier so eine Bullflag geformt aktuell. Also es ging immer hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter auf 56, 56 hier in diesem Bereich. Deshalb, weil wir hier natürlich Widerstand hatten, der jetzt aktuell Support ist. Immer noch, dann gingen wir wieder stark nach oben, haben wieder die 71.300 Dollar oder 71.500 Dollar angetestet, sind dann wieder nach unten, wieder hoch und der Kurs wurde immer kleiner. Gehen wir gleich näher drauf ein. Also, aktuell sieht es so aus, wir hatten ja unsere Bullflag geformt, die nach oben hin ausgebrochen ist, also von 56 wieder auf 71.000 Dollar. Diese Range ist ja schon mega krass. Das waren ja mal geschwind, ja, 14.000 Dollar eigentlich. Und übergeordnet sieht es gut aus. Also wir sind, ich will nicht sagen, noch nicht im parabolischen Anstieg vom Bullrun, aber wir sind nach dem Halving und ich würde sagen, sieht auf jeden Fall gut aus. Gucken wir mal auf den 4-Stunden-Chart und wir nehmen einfach mal diesen hier. Und dann seht ihr ja, wir hatten auch Widerstände drin, natürlich ganz klar, wo wir dann hatten hier Widerstand, definitiv bei 72, wir hatten hier Widerstand, wir hatten hier Widerstand und dann wurde diese Linie eine Unterstützungslinie und von 56 hoch, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und dann sind wir nach oben ausgebrochen auf die 72 oder 71 400, 71, 300 und der Kurs wurde natürlich wieder abverkauft, ist ja ganz klar, ging dann hier wieder runter auf unsere alte Supportlinie bzw. Widerstandslinie, weil die Linie war ja hier Widerstand und dann hier in diesem Bereich Support. Aber ihr seht es einfach so ein bisschen besser im Perpetual Contract, das heißt bei Bybit und möchte es einfach hier so ein bisschen näher darstellen. Wir schauen mal an übergeordnet, wie es denn aktuell aussieht. Vom Trading-Volumen her, ihr seht hier die Range, also die Reichweite, die Höhe quasi des Charts, in welchem Bereich denn gehandelt wird. Und hier sehen wir den Bereich, dass wir hier ein Value Area High, also ein Volumen Bereichs hoch und ein Volumen Bereichs tief haben. Das markiert diese untere Linie, das Tief, diese obere Linie, das Hoch. Aktuell handeln wir wieder über 70.000 Dollar. Bitcoin ist vorher nach oben geschossen. Wir sind noch über 70.000, 70.500 ungefähr. Diese rote Linie hier in der Mitte, ich habe es im letzten Video schon ein paar Mal erklärt, ist unser Point of Control. Wir haben noch andere Points of Control. Natürlich auch in kleineren Timeframes. Wenn wir jetzt hier reingehen in Einstellungen, wir können auch Developing Point of Control machen. Dann seht ihr, ändert sich eigentlich nichts, außer wir haben ein höheres Volumen drin. Das heißt, wenn dieses Volumen sich annähert an das andere Volumen, kommt der zweite Punkt zu tragen. Ist aber aktuell nicht der Fall und deswegen können wir den Developing Point of Control aber rausnehmen. Und hier seht ihr jetzt ganz genau, was denn im übergeordneten Timeframe, im 4-Stunden-Chart aktuell, ja, eigentlich so Phase ist. Wir hatten hier einen Widerstand, dann brach der Kurs massiv durch. Mai, dann hatten wir hier wieder Unterstützung und in diesem Bereich quasi nochmal Unterstützung. Ihr seht, dass wir immer wieder auf den Point of Control zurückgekommen sind, hier auch in diesem Bereich, obwohl wir jetzt nicht ganz diese Unterstützungslinie von dieser Bullflag erreicht haben. Und auch auf den kleineren Timeframes, wenn wir uns die Zeit angucken von hier bis hier ungefähr,
seht ihr, der Point of Control ist natürlich im Perpetual Contract ein bisschen weiter höher. Wir gehen jetzt mal kurz auf den Spotmarkt, machen da mal genau das Gleiche. Wir gehen hier rein, Point of Control, und der kürzere Point of Control, was hier jetzt gehandelt wurde, liegt nämlich genau auf derselben Linie bei 67.800 Dollar. Und deshalb, weil im Spot-Bereich andere Sachen getradet werden oder andere Volumen getradet werden, wie natürlich im Future-Bereich und im Derivaten-Bereich, ist ja ganz klar. Also absolute Point of Control. Vollgas-Unterstützung sehen wir bei hier 66,9, also bei 67.000 ungefähr. Im übergeordneten Timeframe, das ist definitiv eine Unterstützung. Und deswegen, jetzt haben wir halt die 67,350. Und warum? Ganz einfach. Weil wir seit ungefähr ja, Mitte Mai seitwärts laufen, immer pendeln zwischen 71,3 im Perpetual Contract und 67,350. Und dann deshalb habe ich die Linie hereingemacht und ihr seht einfach besser, die weiße Linie hier unten, ja, unser Value Area Low, also unser Handelstief, in welcher Range, in welcher Reichweite oder Spanne, ja, hier der Kurs quasi sich bewegt vom Bitcoin. Und ihr seht ja hier, es war das Wochenende, wir hatten hier in diesem Bereich immer Widerstand, Widerstand, Widerstand. Und auch am Wochenende ist es natürlich so, dass der Markt einfach ja, ein bisschen gedrückt und gepumpt und gedammt wird. Und deswegen sind wir drüber, Fake Out, wieder runter und wieder an die 67,350. Und ihr seht, dass wir in diesem Bereich hier ungefähr auf jeden Fall sehr, sehr starke Unterstützung haben. Also um die 67,350, 67 rum im Spotmarkt, dass wir hier mal kurz nach unten wicken auf 66, das ist ganz normal. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass wir hier massiv Unterstützung haben in diesem Bereich und hier vorne natürlich auch. Und also hier auch Unterstützung und das ist das Value Area Low mit starker Unterstützung. Dann definitiv Unterstützung in dieser ja, kurzen Zeitspanne hier, sage ich jetzt mal, zwischen dem oberen Punkt und dem niedrigen Punkt, haben wir hier das meiste Handelsvolumen, das seht ihr hier. Und dieses Handelsvolumen, ja, da sind wir so bei 67,8 ungefähr. Nächste Unterstützung, also das ist der Point of Control. Und aktuell sind wir noch über 70, wir sind nach oben hin ausgebrochen. Unter anderem, ich mache jetzt mal das kurz weg, unter anderem haben wir hier so einen Widerstand geformt. Und wir hatten natürlich auch, wenn wir das mal so angucken, hier ein Hoch, das war unser aktuelles All-Time-High bei in dem Fall 73.950. Dann haben wir es hier nicht ganz geschafft, sind wieder nach unten, sind wieder hoch, hatten hier es nochmal getestet. Hier oben ungefähr bei 72,6 sind wir natürlich wieder abverkauft worden nach unten, weil der Kurs sich so ein bisschen beruhigt, weil wir ja davor massiv nach oben gegangen sind. Von 42 auf 50, dann auf ja, 60, dann auf 70, 74 und dann nimmt natürlich die Leute Gewinne mit, ist ja ganz klar. Und dann hatten wir ein Hoch, ein niedrigeres Hoch, nochmal ein niedrigeres Hoch und hier immer tiefere Tiefs. Das war der absolute Tiefpunkt quasi. Der Kurs dreht. Dann haben wir hier ein leicht höheres Hoch als das hier vorher, aber kein ganzes. Also das hier zählt und das ist ein tieferes Hoch. Aber wir hatten jetzt hier ein höheres Tief und somit muss der Kurs quasi nach oben gehen. Und hier hatten wir in dem Bereich auch wieder ein tieferes Hoch und auf den kleineren Timeframe, also wir sind immer noch im 4-Stunden-Chart, nochmal ein tieferes Hoch, nochmal ein tieferes Hoch und aktuell haben wir wieder ein kleines höheres Hoch. Die 4-Stunden-Kerze wird leider rot, müssen wir mal gucken, normalerweise, wenn wir hier so eine stark abverkaufte rote Kerze haben, gehen wir definitiv vielleicht hier nochmal runter, nochmal einen Blick auf diese Linie, auf diese grüne Linie, weil die war ja aktuell seit 2 Wochen war das ja Widerstand, Widerstand, hier sind wir nicht ganz rangekommen. Dann war es hier wieder Widerstand. Gestern Fake Out, Kurs geht runter, ist immer wieder gebounced, aber hat natürlich die Unterstützung auch im 1-Stunden-Chart gehalten. Heute dann starker Ausbruch nach oben. Wir testen wieder. 71.000 Dollar waren wir heute schon. Wir sind aktuell über 70, 74. Ich bin ein bisschen runtergegangen. Wenn die jetzt rot schließt, die 4-Stunden-Kerze in den 23 Minuten, kann es sein, es folgt nochmal eine rote Kerze, bounced hier, ja, und wir gehen dann weiter nach oben. Oder eventuell wieder weiter nach unten. Da müssen wir uns einfach mal abwarten, ob wir in diesem Segment bleiben. Was jetzt wichtig ist und ob wir jetzt ein neues All-Time-High formen, nehmt einfach das zur Hilfe, hier Fixed Range Volume Profile.
Und dann seht ihr ganz genau, was denn aktuell, warum der Kurs an welchen Stellen abprallt. Ich habe es in den letzten Videos natürlich auch schon mehrfach gesagt oder euch gezeigt. Hier hatten wir einen Abprall am Value Area High, Unterstützung Value Area Low. Point of Control habe ich gerade schon gesagt. Und aktuell hatten wir hier dann, das war meiner Meinung nach ja gestern, natürlich als Widerstand wieder Value Area High. Und das haben wir heute durchbrochen mit dieser 4-Stunden-Kerze, der letzten 4-Stunden-Kerze. Und jetzt seht ihr, was passiert. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Value Area High nicht stark nach unten hin durchbrechen und eventuell nicht lange drin bleiben. In der Regel ist es so, wenn die Kerze jetzt so schließen würde, diese rote Kerze hier, dann geht die nächste Kerze, die nächste 4-Stunden-Kerze auf jeden Fall auch nochmal runter. Das wäre ja gar nicht so schlimm, wenn wir danach wieder starkes Momentum reinkriegen, auch mehr Handelsvolumen. Und ihr seht, dass die nächste höhere Handelsvolumenkerze oder Ausschlag ist die hier. Point of Control hier unten und die nächst höhere ist die hier. Und wo sind wir da ungefähr? Bei ja, 69.172. Das würde sich dann quasi decken mit dem, dass wir diese grüne Linie hier, was wir hier Widerstand hatten und hier jetzt ausgebrochen sind, nochmal antesten könnten. Das heißt, der Kurs kommt runter, bricht nochmal das Value Area High, bounced hier und dann geht er nach oben. Wichtiger Widerstand aktuell sind wirklich die 71.200, 71.300, 71.400. In diesem Bereich natürlich auch 71.600, 72.000 Dollar, die müssen wir nach oben hin durchbrechen. Und dazu müsste das jetzt halten. Also es ist definitiv möglich, dass wir nochmal auf diese grüne Linie hier runterkommen, ein Bounce sehen. Runterkommen, im Bounce sehen, vielleicht noch kurz mal Unterstützung suchen, dass Unterstützung reinkommt, ja, und dann weiter nach oben gehen. Wenn hier keine Unterstützung reinkommen sollte, dann sieht es natürlich aktuell so ein bisschen eher schlechter aus, weil dann gehen wir definitiv nochmal hier runter auf den Point of Control, auf 67,8 und eventuell sogar nochmal auf die 67,3. Und wenn wir dann immer noch Support haben, das hier immer noch hält, ja, dann gehen wir wieder hoch. Wenn das aber nicht, wenn wir hier runtergehen sollten und das hier nicht mehr hält, dann gehen wir hier runter. Und wenn das nicht mehr hält, gehen wir hier runter. Natürlich müssen wir auch unsere Moving Average Linien so ein bisschen in Betracht ziehen. Mach das mal wieder weg, weil die haben natürlich auch eine Unterstützungsfunktion. Unsere EMA 200 Linie im 4-Stunden-Chart liegt aktuell hier so bei 66,8. Unsere Moving Average 200 Linie im 4-Stunden-Chart liegt bei 65,8. Wir hatten definitiv, weil wir ja übergeordnet diese Bull Flag geformt haben, hier definitiv Unterstützung. Also wir haben hier Unterstützung, hier Unterstützung. Oh, Maus auch kaputt. Hier Unterstützung. Und natürlich spielen die EMA-Linien hier auch in diesem Bereich auch eine Unterstützung wieder. Und deswegen schaut einfach drauf, dass ihr euch das hier, das Volumenprofil, das könnt ihr einfach von links nach rechts zeichnen, einzeichnet und dann wisst ihr auch, warum der Kurs jetzt zum Beispiel hier oben, ja, nach unten geht. Also warum geht der Kurs jetzt, warum geht er hier runter? Wir waren noch hier oben. Hier oben ist der Widerstand. Aber nein, Value Area High war der Widerstand. Und das könnt ihr mit dem Volumenprofil im Perpetual Contract auf jeden Fall. Natürlich auch im Spot-Bereich geht das genauso. Ja, das sind aber Realkäufe und Verkäufe. Da liegen die Punkte halt ein bisschen anders. Aber auch hier sehen wir, dass wir hier Widerstand haben. Definitiv. Und deswegen wäre es einfach sinnvoll, wenn ihr das selber bei euch in TradingView mit einbaut. Dann könnt ihr das immer selber so ein bisschen gucken oder schaut einfach unsere Videos und dazu mal lasst gerne mal ein Like da. Am Wochenende übrigens natürlich unsere Crypto Rockstars Forum Veranstaltung Volume 3 mittlerweile schon im Blockchain Hotel in Essen. Es werden sehr, sehr viele Speaker dabei sein und es ist für Anfänger was dabei und für Fortgeschrittene. Jetzt habe ich die Linie hier verschoben, die wollen wir natürlich wieder zurücknehmen. Natürlich kann es jetzt auch sein, dass die Kerze so bleibt und wir ein Retest auf hier unten vornehmen, ja, hier und dann schon wieder hochgehen. Warum hier? Ganz einfach, weil wir, ich nehme jetzt einfach mal diese Linie hier in diesem Bereich, auch Widerstand und Unterstützung haben. Bei 69,3 seht ihr, wir hatten hier in diesem Bereich Unterstützung. Hier hatten wir Widerstand. Hier ist der Kurs dann immer nach unten durchgebrochen. Hier hatten wir auch Widerstand. Und hier hatten wir auch Widerstand. Und dann aktuell Breakout nach oben. Eigentlich von der Range her sind es ein guter Taui, ein guter Tausender hier nach oben geschossen. 1900, 1300, also von 69 aus.
über 1000 Dollar nach oben auf 71. Mega geil, ich freue mich eigentlich, dass wir schon wieder richtig gut über 70.000 Dollar sind. Und jetzt gilt es einfach, das zu halten. Also, jetzt wäre natürlich auch Support 69,3. Und macht das Volumenprofil rein. Ihr seht selber, dass das. Dann deckt sich das nämlich auch hier wieder in diesem Bereich mit unserem höheren Handelsvolumen, der hier, ja, dass wir hier Unterstützung sehen. So wie ich es gerade eben gesagt habe, bei 69,1, 69,3. Ein kleiner Wick hoch oder runter ist ganz normal. Wir schauen mal, was macht denn der Rest? Also, ja, S&P 500 heute wieder sehr stark. Da gehen wir aber mal auf den Stundenchart raus. Das sieht nämlich besser aus. Ist gestartet quasi heute, ist so ein bisschen erst nach unten gegangen. Ja, hat hier eine Doji-Kerze geformt und es stand nach oben, hat natürlich unser Bitcoin-Kurs natürlich auch mitgenommen. Dann haben wir jetzt den Abverkauf, aktuell geht es wieder nach oben. Ja, Dow Jones sah auch gut aus, heute Mittag natürlich auch mal kurz wieder nach unten. An der Moving Average 50-Stunden-Linie abgeprallt, drüber gekommen und aktuell geht er auch wieder nach oben. Was auch immer ganz wichtig ist, unser Nasdaq, unser US-100, der zeigt auch mal so ein bisschen an, wenn der Markt, wenn die Stimmung am Markt relativ gut ist, auch bei den Stocks, dann sieht es natürlich auch für Bitcoin sehr gut aus. Wir hatten hier auf jeden Fall einen Abprall, dann ging es wieder nach unten an der EMA 200-Stunden-Linie, wieder Abprall, EMA 200-Stunden-Linie, ging es wieder nach unten. Die Moving Average 50-Linie, das ist die hier, 50-Stunden-Linie, hat uns gerade aktuell ein bisschen Support beschert beim Nasdaq 100, also US 100. Und ja, dann kam das Breakout nach oben und das natürlich auch bei Bitcoin. Die Dominanz steigt wieder, also die Dominanz bei Ethereum war ja sehr, sehr stark. Aber wir sehen aktuell ein gutes Momentum bei der Dominanz. Das heißt, viele Investoren gehen quasi her, ja, und investieren wieder mehr in Bitcoin, schichten wieder um. Wir sind schon wieder knapp bei 55%. Wir waren heute bei 64,8 aktuell. Ja, dass immer mal ein Stückchen runter geht oder hier in diesem Bereich die Dominanz ein bisschen runter geht. Dann haben wir wieder eine kleine Umschichtung, wenn nichts mehr geht im Markt. Das ist ganz normal. Aber im Großen und Ganzen laufen wir wieder ein bisschen hoch. Das, was hier abgefallen ist, war unser Ethereum Pump für die Ethereum Spot ETFs. Und da ging die Dominanz von Bitcoin massiv in den Keller, weil die Dominanz von Ethereum in diesem Bereich, wo haben wir es denn hier, massiv nach oben gegangen ist. Also hier, das war das, die Kerze. Bitcoin Dominanz geht runter, wird abverkauft, Ethereum Dominanz geht hoch, jetzt kaufen mehr Leute Ethereum. Und aktuell ändert sich das wieder. Ihr seht, bei Ethereum die Dominanz sinkt gerade, wir sind wieder unter 18%, heißt aber nicht, dass der Kurs jetzt brutal gleich einbricht. Der läuft eigentlich relativ gut stabil, aber die Bitcoin-Dominanz geht wieder so ein Stückchen hoch. Wir waren ja schon mal bei 56% und wie gesagt, dass wir hier so Kurven drin haben, ist völlig normal, weil wir einfach die Umschichtung haben. Genau. Also, ihr wisst, auf was wir bei Bitcoin achten müssen. Habt ihr euch erklärt und jetzt schauen wir mal auf Ethereum. Ethereum läuft weiterhin sehr, sehr seitwärts. Auch hier sehen wir das Volumenprofil. Können wir reinmachen. Hier ist es eigentlich richtig cool. Jetzt habe ich es ein bisschen weit außerhalb gemacht. Ich nehme jetzt einfach mal das nach der großen Anstiegskerze, weil dann sieht das nämlich besser aus. Warum sieht das besser aus? Ganz einfach, weil Ethereum in einer gewissen Range arbeitet oder sich bewegt. Wir hatten hier ungefähr, ja, 3.900. Dann hatten wir hier schon wieder 3.900. Die 4.000 haben wir noch gar nicht wieder erreicht. Wir waren hier vorne bei 4.000 und dann hat ja Ethereum relativ stark abgebaut. Wir haben so eine Abwärtsbewegung gehabt, so einen Downtrend so ein bisschen und haben erst den Support, habe ich ja schon relativ oft gesagt, hier in diesem Bereich 2.880, 2.900, 3.000. Und das ist unser größter Support, den wir bei Ethereum gerade haben. Und dann kam die Nachricht mit Ethereum Spot ETFs, der Kurs ging massiv nach oben. Prozentual gesehen haben wir einen starken Anstieg gehabt hier vom Markt schon 30% bei Ethereum, das ist ja echt massiv. Und aktuell bleiben wir so ein bisschen in der Range. Und dass ihr seht, wie das Ganze so funktioniert, man kann das traden. Und dann seht ihr, wo wir Unterstützung und Widerstand haben. Wir sind in 1-Stunden-Chart und wir haben hier unten wieder unser Value Area Low und hier oben unser Value Area High. Das heißt, unser Volumen tief. Und unser Volumen hoch. Und in dieser Range bewegt sich Ethereum gerade, wie ihr das sehen könnt.
Hier haben wir Unterstützung, ungefähr bei 3700, bei 3660 wegen der, wir sind diesen Kerzen hier. Und natürlich auch weiter unten bei 3500 wegen dieser kurzen Abverkaufskerze. Und diese Kerze, die war schon nur eine Minute. Echt krank. Und dann haben ja hier viele Long-Positionen eröffnet oder liegen gehabt und wir haben die einfach abgeholt. Und was sehen wir bei Ethereum gerade, ist sehr, sehr interessant für die weitere Marktbewegung. Wieder kommt Ethereum runter auf 3781. Wir sind hier jetzt auch im Perpetual Contract. Und ihr seht, der Point of Control hält als Unterstützung. Die Kerze wird nach oben hin wieder aufgekauft. Auf jeden Fall wollte ich euch zeigen, dass wir in dieser Range quasi laufen. Unterstützung, Unterstützung und natürlich auch die EMA 200-Stunden-Linie. Hier hatten wir hier Unterstützung. Hier ist er durchbrochen worden, nach unten, nach unten, nach unten. Das war aber eher so das Wochenende. Quatsch, letzte Woche, da ging es auch nicht, ging auch nicht viel bei Ethereum. Und wichtig ist, dass Ethereum wieder, ja, auch wenn es mit hochgezogen wird bei Bitcoin, ein Higher High formt. Und wir hatten ja immer auch jetzt Higher Lows. Das heißt, der Kurs kam gar nicht mehr so weit runter, wie jetzt wir zum Beispiel hier bei 3700. Ja, wir haben hier ein Low, dann haben wir ein Higher Low. Dann ging es nochmal zurück auf 3,6, 3,5, 3,6. Und dann haben wir hier jetzt auf jeden Fall ein höheres Hoch und hier auch ein höheres Hoch. Aber wir haben noch kein höheres Tief, Entschuldigung. Also höhere Tiefs, höhere Tiefs, höhere Tiefs. Aber noch kein höheres Hoch, was hier oben ungefähr stehen sollte, dass wir quasi hier in diesem Bereich mal nach oben hin durchbrechen. Wenn jetzt Bitcoin mehr nach oben geht, dann läuft wieder relativ viel in Bitcoin und Ethereum läuft erst langsam hinterher. Aber wir brauchen definitiv, dass Ethereum wieder steigen kann oder richtig gut geht, brauchen wir hier ein höheres Hoch drüber. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall mal die 4000 knacken und aus dieser Range hier rauskommen. Und ihr seht, das ist unser Point of Control. Absolute Unterstützung aktuell im Short-Term, also kurzfristige Unterstützung. Nächste Unterstützung, Volume-Tief bei 3700, Widerstand bei 3858. Seht ihr auch natürlich in dem Bereich hier, dass wir hier Widerstand haben, hier Widerstand, hier Widerstand und aktuell, wie gesagt, auch hier Widerstand. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wir machen das ganze Ding jetzt noch kleiner, wir machen das jetzt von der Range von hier bis hier. Und dann seht ihr, dass das Ganze sich nochmal ein bisschen mehr zusammenzieht, aber trotzdem haben wir in diesem Bereich um die 3087 auch da den Point of Control, die Unterstützung, wo wir hier Widerstand hatten und hier natürlich jetzt Unterstützung haben. Und dann sehen wir, hier oben ist Value High und hier unten ist Value Low. Und deswegen auf den kleineren Timeframes, wenn der Kurs sich dann immer mehr zusammenzieht, läuft das ein bisschen anders. Und da kann man das Fixed Range Volume einfach mal ein bisschen anders einzeichnen. Übergeordnet bleiben wir aber so. Also das heißt, wir brauchen definitiv bei Ethereum ein höheres Hoch. Und was auch noch zu beobachten ist, ich schreibe es ja jeden Tag auch in die Kryptonauten-App, in die Chartanalyse. Übrigens in der Kryptonauten-App machen wir jeden Tag eine Chartanalyse, worauf ihr achten müsst. Und ich habe es da schon gesagt, Schulter, Kopf, Schulter. Eventuell diese Pattern. Viele flüchten sich immer in so Pattern. Ich war da auch lang dran. Und wenn die Pattern halt nicht ausgeführt wird, ja, dann. Aber wir müssen jetzt gucken, ob das einfach eine Seitwärtsbewegung bleibt und wir dann nochmal 3,6 antesten und dann erst nach oben gehen. Also so. Oder ob dieses Schulterkopf-Schulter-Pattern auf jeden Fall ausgeführt wird. Und da ist es diesmal ein bisschen anders. Das heißt, wir haben hier unsere Unterstützungslinie. Das wäre die sogenannte Nackenlinie. Der Kurs kommt jetzt aber nicht weit runter, weil das Preisziel für diese Schulterkopf-Schulterbewegung ist jetzt gar nicht so groß. Und wenn das hier brechen sollte, das heißt, wenn diese Unterstützungslinie, die wir jetzt aktuell hier haben, nach unten hin, in diesem Bereich, nach unten hin durchbricht, und Ethereum sich jetzt gerade nicht mehr erholt, weil Bitcoin einfach gut läuft, nach unten durchbricht, nicht mehr hier reinkommt, sondern hier wieder abprallt, 3,6, haben wir dann definitiv Unterstützung. Ja, und dann könntest du mal weiter runtergehen, Richtung 3500 wieder. Das wäre das Preisziel, wenn vorausgesetzt, dieses Schulterkopf-Schulter-Pattern, diese Schulterkopf-Schulter-Formation ausgeführt wird. Ja, wenn wir jetzt massiv Geld in den Markt kriegen und das nicht ausgeführt wird, und wir kein niedrigeres Tief mehr kriegen, weil wir müssen ja erstmal, dass wir da überhaupt nach unten brechen, ein tieferes Tief kriegen. Ja, so. Retest und dann weiter runter.
dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieses Pattern ausgeführt wird. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wir laufen hier einfach weiter und bilden hier ein kleineres Hoch, also ein höheres Hoch wieder, ja, laufen dann hier weiter und nochmal weiter, dann ja, ist dieses natürlich total hinfällig. Aber ihr wisst auf jeden Fall, wo wir jetzt drauf achten müssen bei Ethereum, und zeichnet euch einfach das Fixed Volume Profile da rein von nach der, also ich würde es auf jeden Fall sagen, nach der Pumpkerze einfach hier so reinzeichnen, und dann seht ihr einfach, was Ethereum macht. Und auch hier ist es natürlich so wie bei Bitcoin gerade, wir sind immer noch bei 70.300, dass wenn der Kurs nach oben hin ausbricht, nochmal zurückkommen kann, um das Value Area High zu testen und dann weiter nach oben zu gehen. Und da müssen wir natürlich hier erstmal drüber kommen. Also die 4000 sollten wir dann auf jeden Fall bei Ethereum auch knacken. Dominanz bei Ethereum haben wir schon angesprochen, die geht aktuell weiter runter. Und warum natürlich? Weil Bitcoin wieder Dominanz steigt, Dominanz geht nach oben. Mehr Leute tun ihr Geld jetzt auch bis in Ethereum raus und tun das in Bitcoin rein. Also wir haben immer wieder eine Umverteilung. Und so ist der Markt, Leute, ganz normal. Solana läuft übergeordnet auch ein bisschen seitwärts. Wir gehen aber hier mal auch wirklich tatsächlich auf den 4-Stunden-Chart. Und seit letzter Woche ist es so, wir hatten ja Ende Mai nochmal die 185 Dollar angetestet. Dann ging es wieder runter. Und dann, ja, strauchelt der Kurs jetzt hier immer so ein bisschen rum und testet aber heute auch wieder unsere 170 Dollar nach oben hin. Wird aber schon wieder abverkauft, ihr seht selber. Aber wichtig war definitiv, wir haben hier im 4-Stunden-Chart die EMA 200-Linie gehalten. EMA 200-Linie auch gehalten als Unterstützung. Also haben wir aktuell bei 162 Dollar ungefähr die aktuelle Unterstützung. Da können wir gerne mal eine Linie reinmachen. So, das ist aktuelle Unterstützung. Widerstand immer noch 170, aber wir sehen hier in der Moving Average 50-Linie im 4-Stunden-Chart, wir hatten hier die ganze Zeit Widerstand, 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 Widerstand. Ja, so, und dann heute, zack, Ausbruch nach oben. Und natürlich kann es sein, dass wir jetzt hier die Moving Average 50-Linie im 4-Stunden-Chart nochmal antesten bei 167. Vielleicht nochmal einen kurzen Weg nach unten machen, bevor wir dann nach oben gehen. Wenn das hier jetzt ein Fakeout sein sollte, dann kommt definitiv 161 Dollar wieder zu tragen. Aber es ist gut, auch wenn wir mal wieder über unsere Moving Average 50-Linie, die ja jetzt lang, lang, lang hier in diesem Bereich, lang, lang Widerstand war in diesem Bereich, jetzt Unterstützung wird und wir nach oben aufgekauft werden könnten und der ganze Markt mal wieder so ein bisschen Schwung kriegt. Ich weiß, viele sagen, Sommerloch, ja, Sommerloch, was ist ein Sommerloch? Die Trader wollen ihr Geld verdienen. Ja, die Börsenaktionäre wollen auch ihr Geld verdienen, die wollen Dividenden verdienen und und. Das heißt, der Markt wird sich definitiv weiter bewegen. Und das Sommerloch heißt ja eigentlich nur, dass der Markt nicht so hohe Volatilitätszahlen hat. Wir sehen bei Bitcoin dann halt keine Range von 3000 Dollar an einem Tag, was sowieso nicht mehr so schnell machbar, also schon noch schnell machbar, aber die Range von heute mit 1700 Dollar oder 1900 Dollar fand ich schon recht krass, waren knapp bei, also wenn man bei 71.000, ja, das ist eine Range von heute von 2000 Dollar, das ist viel bei Bitcoin. Klar, wenn wir so einen parabolischen Anstieg haben, dann halt sehen wir da noch mehr, wie es in den letzten Bullruns ja auch war. Wir können auch hier, machen wir mal bis hierhin, so von der Höhe her, und ja, Trading-Volumen reintun. Wir sind zwar im Spot-Bereich, aber das ist so gar nicht so schlimm. Und auch hier seht ihr wieder, lokales Tief, Volume Tief, Volume hoch, also ja, also hier Unterstützung. Unterstützung an den Moving Average Linien. Der Kurs nicht ganz runter auf 160, also am Value Area Low angekommen. Und hier hatten wir natürlich auch hier sehr viel Handelsvolumen und hier noch mehr Handelsvolumen. Hier ist eine Kerze drin, die ist richtig stark. Und deswegen ist der Point of Control bei 165. Und da war es heute so, dass wir immer hoch und hoch und hoch und hoch und hoch runter und heute erstmal dann ein Breakout nach oben gesehen haben. Also, und ihr seht ja, wie das Ganze läuft. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir einfach verstehen, warum der Kurs in diesen Frames quasi so bleibt. Ja, wir hatten hier Unterstützung. Kurs kommen wir runter. Haben wir wieder Unterstützung. Die Kerze wurde überhalb des Point of Control geschlossen. Nochmal Unterstützung. Dann brach der Kurs jetzt durch. Ging hier wieder runter, hat sogar hier unten nochmal Value Area Low angetestet. Ging dann wieder nach oben.
Hier wieder Widerstand am Point of Control. Point of Control durchbrochen nach oben, wieder auf 170. Und dann nochmal wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Aber immer haben wir hier Unterstützung. Dann hatten wir hier keine Unterstützung und wieder Unterstützung. Dann haben wir hier wieder Unterstützung, keine Unterstützung, keine Unterstützung. Die Kerze zum Beispiel, wenn wir die angucken, die Kerze hier, ja, die ist fast neutral, aber wir hatten hier dann wieder Widerstand. Hier wieder Widerstand. Und heute ging es die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter. Und das sind 4 Stunden Chart. Also wer heute Solana hätte traden wollen, der hat echt schlechte Karten gehabt. Wäre immer wieder ausgestoppt oder er hat es richtig geschickt gemacht und ist immer short long, short long, short long gegangen. Aber ja, wie wir sehen aktuell, 2 Minuten die Kerze ist jetzt nicht ganz nach unten aufgekauft worden. Wir gehen gleich nochmal auf Bitcoin, sondern wieder nach oben hin. Das ist schon mal richtig gut. Jetzt gilt es bei Solana definitiv auf 170 Dollar, die 170 Dollar zu brechen. Könnte natürlich dann auch so aussehen, dass die nächste Kerze drüber bricht oder vielleicht sogar noch höher. Ja, dann kommt hier oben ungefähr in diesem Bereich an diesen Widerstand. Retest auf 170 und dann geht es weiter. Je nachdem, wie der Markt reagiert, ja, wir müssen natürlich auch den Markt handeln oder den Markt traden und müssen gucken, was passiert. Und dann ist der Punkt ganz wichtig. 177 Dollar hier oben in diesem Bereich. Value Area High. Das wird definitiv nochmal Widerstand sein. Wie ihr seht, auch war es hier Widerstand und wir haben hier natürlich ein Handelsvolumen. Und dann haben wir hier so einen Mond. Ja, also wenig Handelsvolumen, wo der Kurs dann relativ schnell, ihr seht es ja hier, nach oben, nach unten und nach unten bricht. Und in diesem Bereich haben wir dann einfach weniger Handelsvolumen. Und was macht der Kurs? Relativ oft, er kommt aus einem Bereich, wo wir viel Handelsvolumen haben, in einen Bereich, wo wir wenig Handelsvolumen haben und füllt diesen. Und meistens ist es dann wirklich so, dass der Kurs, ihr seht es ja gerade, jetzt wird es massiv nach oben gedrückt. Wir haben noch 1 Minute bis zum 4 Stunden Kerzenschluss. Und bei Solana und dann kommt der Kurs hier hoch, weil wir hier einfach diesen Bereich haben, wo wir wenig Handelsvolumen haben. Und dann wird definitiv der erste Dämpfer wieder hier oben bei 177 Dollar kommen. Also könnt ihr bei Solana drauf achten. Und dann springen wir noch mal kurz bei Bitcoin vorbei und wir sehen schon, es könnte also gar eine 4 Stunden neutrale Kerze werden hier in diesem Bereich. Weil hier wird jetzt wieder nach oben hin aufgekauft. Im 1-Stunden-Chart sieht das natürlich ein bisschen anders aus. So, erstmal Ausbruch nach oben. Und dann kann es sein, wir gehen so ein bisschen seitwärts runter, 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 runter. Halten dann irgendwann die 70.000 nochmal. Da waren wir jetzt noch nicht ganz. Die Kerze war jetzt hier ungefähr bei 70.1. Ja, aber im 4-Stunden-Chart wird das definitiv eine neutrale Kerze sein. Wir haben so 45 Sekunden, wir können ja schon rein. Bleiben. In solche neutrale Kerzen, oh, jetzt wird sogar noch nach oben gedrückt. Solche neutralen Kerzen sagen eigentlich, dass die nächste 4-Stunden-Kerze nochmal hier nach unten geht. So, und dann müssen wir gucken, ob wir hier Unterstützung reinkriegen oder hier Unterstützung reinkriegen und hier Unterstützung reinkriegen, so wie ich es Anfang vom Video schon gesagt habe. Aber wie gesagt, Kryptonauten-App, jeden Tag zeige ich euch die Punkte, auf was ihr achten müsst, Widerstand und Unterstützungspunkte, was passiert ist. Und dann sehen wir schon, in welche Richtung es tendiert. Und ich gehe definitiv aus, dass die nächste Kerze auf jeden Fall nochmal rot wird, wenn sie dann nicht danach grün wird. Also auf jeden Fall geht es am Anfang von dieser 4-Stunden-Kerze nochmal runter. Definitiv, das war schon immer so. Oder erst hoch und dann runter. Da müssen wir mal gucken, wie die ausfällt jetzt. Aber wir sehen natürlich schon, also wer tradet, ist immer ganz wichtig. Wenn der Kurs am Anfang von der Stunde nach oben geht, kommt er definitiv nochmal unter den Öffnungspunkt nach unten und kann natürlich wieder weiter nach oben geht, nach oben gehen, je nachdem, wie der Markt sich bewegt. Und aktuell ist es so, wenn wenn der die volle Stunde startet und die Kerze geht erstmal runter, 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 runter und geht dann langsam wieder hoch nach ungefähr 10 Minuten, also sagen wir mal 7 bis 10 Minuten, geht dann hoch, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir über den Öffnungspunkt nochmal nach oben ausbrechen. Wie es dann weitergeht, das sehen wir dann jedes Mal eigentlich ja, in der Minute oder ja, die Trader wissen, was ich meine. Die sehen das immer recht gut. Und dann kann man sagen, wenn es am Anfang einer Stunde runter geht, wird es definitiv nochmal hochgehen. Über den Öffnungspunkt nach oben, wie weit nach oben, ist natürlich nie gesagt. Aber ja, es kann natürlich auch so sein, dass wir einfach hier unten die Unterstützung reinkriegen, hier in diesem Bereich, dass wir da Unterstützung reinkriegen. So, und der Kurs dann nochmal kurz unter 70.000 Dollar wickt. Ja, und dann gehen wir weiter und testen jetzt dann endlich mal wieder die 71.300, 71.200, 71.400 ungefähr.
nach oben, die sollte man dann nach oben mal hindurchbrechen, dass wir natürlich höhere Kurse sehen. Wenn das alles nicht funktioniert und hier durchbrechen, also wenn diese Unterstützung nicht hält und diese Unterstützung nicht hält und die nicht hält und die nicht hält, ja Leute, dann sehen wir definitiv nochmal tiefere Kurse, bevor wir neue All-Time-Highs sehen. Will nicht schlecht reden, aber natürlich bin ich bullish. Wir sind nach wie vor richtig, richtig gut dabei, weil wenn wir auf den Tageschart rausgehen, nochmal bei Bitcoin sehen wir ja, wir haben ja dieses Jahr schon eine richtig gute Rallye hingelegt. Und ja, sogar unsere Tages-Moving-Average-Linie laufen immer noch nach oben. Und deswegen sehen wir definitiv hier auch bei 56 massiv Unterstützung. Wir sind bei 70. Also, auch wenn wir jetzt nochmal da runtergehen sollten, alles gut. Ja, unser Anstieg wird kommen. Da bin ich überzeugt davon. Definitiv. So, das soll es ja schon gewesen sein. Und nicht vergessen, am kommenden Sonntag haben wir unser Crypto Rockstars Forum Volume 3 im Blockchain Hotel in Essen. Richtig geiles Speaker am Start. Und ich wünsche euch bis dahin hoffentlich eine regenfreie Woche und schönes Wetter und richtig gute Laune. Und ja, dann bis zum nächsten Video oder Sonntag. Ciao, ciao.